So, Freunde, ihr seht, Passengers dropped off 98. Wir sind gerade in der 99. Taxifahrt unterwegs und sind kurz davor, dementsprechend das Thema auch ad acta zu legen. Wir sind jetzt hier. The Jewel is in Vice Point. Die Fahrt haben wir abgeschlossen, jetzt kommt die 100. Ich habe mir entschlossen, jetzt in dem einen Sinn komplett die 20 fehlenden durchzumachen. Und wir fahren passenderweise zu Emination in Ocean Beach, um diese Mission zu komplettieren. Warum bin ich hier auf der Anfangsinsel in Vice Beach? Hat einfach da den Grund, weil die Ziele einfach, finde ich, besser zu erreichen sind. Und man hat eine Varietät dementsprechend von den Routen her. Wenn wir hier fertig sind, kaufen wir eben kurz den Pole Position Club. Und dann machen wir dort dementsprechend die Mission, die wir machen müssen, um dieses Property, unser Eigen, dann finalisiert zu nennen zu können. Nämlich wir müssen einen, ich glaube insgesamt $300 in einem Private Dance investieren, damit wir die Wertung draufkriegen. So, eine Rechtskurve müssen wir machen. Zack. Und dann noch eine Linkskurve. Und dann sind wir auch fertig mit Emunation Ocean Beach, mit den Taxifahrten. All taxis have now a boost jump. Just press the horn button. Okay, wollen wir das gleich mal ausprobieren. Und zwar drücke ich jetzt. Voll geil. Ja, die 100 Taxifahrten sind erledigt. Wir kümmern uns, dass wir erstmal 5-0 wegkriegen. Die da anscheinend jemanden überfahren haben, aber den interessiert das wohl nicht. So, was habe ich denn hier unten überhaupt noch für eine Karre stehen? Wenn ich überhaupt eine stehen habe. Ich glaube, hier ist ein Taxi, ne? Ja. Sehr viele Taxis hier in der Umgebung, die wir eingestellt haben. Wir könnten theoretisch jetzt auch hingehen und uns das Taxiunternehmen kaufen. Das mache ich aber nicht, weil das ist rentiert sich. Oh, 30.000 rentiert sich auch nicht wirklich, ne? Na komm. Wisst ihr was? Wir kaufen auch nicht den Pole Position Club. Wir fahren jetzt direkt rüber zu Umberto Robina und machen da dementsprechend die nächsten Missionen weiter. Damit wir da auch irgendwann mal fertig werden. Wie sieht's aus mit den Rampages? Wie sieht's aus mit den Stunt Jumps? Die werden alle dementsprechend nach den Interglobal Films Missionen erledigt werden. Müssen lediglich erstmal nur noch die Mission von Umberto Rubino machen. Im nächsten Part sind dann die Interglobal Missionen dran und dann können wir auch anfangen mit den Rampages und den Stunt Jumps. Dann haben wir die weg und können dann uns in den letzten Parts dann dementsprechend um weitere Missionen kümmern. Aber bevor wir das angehen mit Umberto Rubino, Stunt Jumps, Rampages etc. pp., müssen wir doch erstmal hier runter zu Sunshine Autos. Das Auto stelle ich hier nämlich ab. Die Corvette C4, der Banshee, den ich viel mehr feiere als den Banshee aus San Andreas GTA 3 oder GTA 5 dementsprechend. Wir speichern das eben einmal kurz. Dann fahren wir rüber zu Umberto, was nicht eine große Strecke dann auch ist. Im letzten Part nochmal als Recap haben wir die Mission von Auntie Poulet erledigt und dementsprechend dort unser Vorhaben bzw. unsere Aufgaben erfüllt. Hier steht ja zum Glück zum Start immer ein Sentinel drin. Ich habe keine Luft auf 99 Luftballons drauf. Deswegen hören wir erstmal weiter V-Rock. Und hier sind wir auch schon bei Umberto. Umbertos Café, Café Rubina. Die nächste Mission. Eine haben wir ja, glaube ich, schon gemacht.
Und die zweite Mission, Cannon Fodder. Alberto, my son, what happened? The Asians. I hate these Asians. They messed with me for the last time. These Asians. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Asians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Tommy hat nichts weiter mehr zu sagen in dieser Mission, beziehungsweise generell mittlerweile. Get a car and pick up the Cubans from outside Robinas Café. Haben wir ja zum Glück einen Four-Seater mit einem Sentinel, den wir uns aufgekrallt haben. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Kubaner heile dort zu dem Gangkrieg hinkriegen. Und wir müssen aufpassen, wenn wir durch Little Haiti fahren, was wir auch müssen, dass wir eben auf die Haitianer aufpassen, denn die sind gar nicht mal so friedlich gestimmt. Ihr hört das schon. Einmal an einem Bunch von dem vorbeigefahren. Und dementsprechend machen die direkt Party. So. So, ich habe zum Glück einen Sniper Rifle, womit wir aus sicherer Distanz jeweils kurz im Prozess machen können. Alter, was ist denn jetzt auf einmal mit Rico? Okay. We hope you're enjoying the show as much as you're. Have you more compassion, man? Come on, tough guy. What are you doing? So. These ain't friendly streets. Fertig, Seite. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Wow. Das war so nicht geplant, dass wir aus Versehen einen Kubaner killen. Und dementsprechend auch Party mit Rico hatten. Nur das Problem ist jetzt, wir haben keinerlei Waffen, womit wir uns schützen und unterstützen können. Ich hoffe mal, dass wir notfalls dort eine aufnehmen können. Gehen jetzt auch mit 100 Gesundheit hin. Ich bin jetzt einfach dort in das Taxi eingestiegen, was vor dem Krankenhaus stand, wenn die Mission fehlschlägt. Ich könnte höchstens nochmal hier eben kurz nach Little Haiti vorbeifahren. Nee, das ist eine Adrenalinpille. Zu Auntie Pule. Weil da war nämlich irgendwo eine M4 versteckt. Und zwar da. Ich habe es so gerade gesehen. Get back in the vehicle. Erstmal nicht. Wir brauchen erstmal Firepower. Zumindest ein bisschen Firepower. Das heißt, wir können hier oben hoch. Lass uns dann mal die Haitianer diesmal töten, ne? Stellen wir uns mal vorne ran. Die ganzen Dinger müssen jetzt eigentlich auch sitzen.
Warum schießt sie nicht einfach aufs Auto? So, der hat ein Heli gekriegt. Der auch. Okay. Bevor ich den Sniper erledige, ich gehe mal lieber ganz, boah, ey, aus einer sicheren Distanz am besten. Say hi to the bad guy. You want more of this? Estoy encabronado. Look at this, man. Feel like you're messing with the king. So, den haben wir noch. Da nehmen wir die Munition mit. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall dann in die, in den Van steigen. Aber bevor ich das mache, lass mich einsteigen. Ich habe nur noch 20 Health. Jetzt ist es doch einigermaßen gut gegangen, trotz Defizite seitens der Munition, haben wir es doch gut hingekriegt, muss ich sagen. Nachdem der erste Versuch ja so katastrophal in die Hose ging, hat uns Rico diesmal nicht erschossen. Wir kriegen ja dementsprechend jetzt auch den Van da hinten drin. Und die Mission ist vorbei. $2000 gibt es nur in Anführungszeichen. Was ich jetzt erstmal nachschauen muss, ist, dass ich meinen ganzen Scheiß wieder aufgefüllt kriege. Wie so ein bisschen mehr Munition, obwohl... Das könnte eigentlich ausreichen. Ich fahre nur noch mal eben kurz, nicht nach Ammunition, sondern zu Starfish Island. Hol mir dementsprechend noch mal ein Health Pickup und ein Armor Pickup, noch ein bisschen Munition von der Magnum her. Sniper Ammunition, dann können wir auch weitermachen mit Umberto. Ne, das ist die falsche Richtung. Wildstyle. Da musst du runter. Fahren standardsgemäß mit dem kubanischen Havana rum. Mit dem Cuban Hermes. Nicht mit dem kubanischen Havana. So. Health Pickup haben wir schon mal. 150.
Gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und ich glaube, Raketenwerfer kann auch unter Umständen sehr nützlich sein für die nächsten Angelegenheiten, die uns hier erwarten. Wir werden mit Umberto. So. Gut, oh Gott, oh Gott. Klar, muss der Bus da jetzt anhalten und da die ganzen Leute müssen jetzt aussteigen, ne? Ist ja zum Glück noch gut gegangen. Weder Tür ist kaputt gegangen, noch einer von den Personen. Umberto! Was hast du für mich? Naval Engagement ist die nächste Mission. Alberto! Uno Café, Señor! Don't serve the snake in the straw! You're two-faced, Tommy! You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Ja. Emotional. Agiert Umberto, jetzt haben wir ein lustiges Unterfangen. Die Haitianer kriegen eine Ladung voller Drogen. Gehen wir mal ganz stark davon aus, dass es Drogengeschäfte sind, in das wir uns hier verwickeln. Wir sind hier in den 80er Jahren vor allen Dingen. Das ist das, das ist eigentlich das, was quasi fast jeder gemacht hat in den 80ern, um an Geld zu kommen. Pablo Escobar zum Beispiel war ganz dick im Geschäft. In Sachen von Drogen. Jetzt müssen wir nur noch Rico treffen und der hilft. Der wird uns dann zu der Location fahren, wo wir dementsprechend die Haitianer und deren ganzen Supplies zerstören müssen. Hey Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? Die gute alte SMG. So, collect all the briefcases filled with the drugs and cash. No way, Jose. Du siehst mir gar nicht aus wie eines der Haitianer. Wahrscheinlich eines der Typen von der Übergabe her. So, du bist auch Geschichte. Der lässt sogar eine Kruger fallen. Ich bewege mich am liebsten hier. Gehen dann mal hin. Sammeln wir erstmal den hier ein. Munition. Ich bitte für Munition. So, der müsste eigentlich weg sein. Hier ist das zweite Briefcase. Rico! Rico ist tot. Ja, Fox! So. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich keine Munition mehr für die SMG.
Was aber nur ein halbes Problem darstellen dürfte. Wir müssen kurz gucken, dass wir irgendwo ein besseres Auto kriegen. Wow. Ne, ich steig da jetzt nicht ein. Das ist viel zu verlockend gewesen mit dem Weiß-Pity-Cheater. Aber ihr habt gesehen, was da los war. Oh, jetzt kommen auch noch Military Reinforcements. Ich muss schnell wie möglich mir den Infernus von meinem Hof schnappen. Und dann losfahren. Erstmal natürlich alles auffüllen, was wir müssen, was wir brauchen, was wir können. Moment mal. Erstmal collecten wir hier unsere 5000 Dollar. Soll ich lieber fahren? Ja, komm, wir fahren das Ganze. Wir fahren das Ganze ab. Das ist jetzt völlig Wumpe. Ist ja nicht so, dass wir nicht fahren können, ne? Easy, easy. Ganz ruhig. Ich hatte erst überlegt, mir vielleicht sogar einen Helikopter zu schnappen. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee gewesen, denn die Polizia ist aggressiv wie sonst noch was. Vor allem bei einem Forrester Warned Level hier in Vice City, also. Du willst mich verarschen, oder? Boah. Und ich dachte, das Scheißding erwischt mich komplett mit. Haben wir Glück gehabt. Hui, haben wir Glück gehabt, dass uns nur was von der Panzerung weggefetzt hat. 4000 Dollar. Eine Mission haben wir noch. Da gehen wir direkt mit rein. Trojan Voodoo. Hey lady, you know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm gonna make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Gross. Loser. Hey baby, I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Robina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. Ja. Man lernt schon einige komische Figürchen kennen, wenn man seinem Geschäfte nachgeht. Was ist denn hier jetzt los? Ach. Die Haitianer. So, ist Pepe überhaupt schon hier mit dabei? Anscheinend nicht. Gut. Dann fahren wir mal nach Little Haiti, holen uns dort ein Auto. Obwohl. Obwohl. Müssen wir nicht ganz weit fahren. Dankeschön. Oh. Haben wir schon mal ein trojanisches Voodoo. Ja, komm, Pepe. Stehst du mal auf?
think your child... Okay. They read complicated literature and have concern for their fellow man. They even like to share. So, gucken wir mal, ob der jetzt wieder steht. Pamphlets about recycling, an invitation to a labor rally, or showing any doubts about the fairness of our system, then they should find a teacher or a policeman immediately. Oye, let's go find a muchacho. You lost me? Was auch immer das gerade gewesen ist, Pepe. Naja, das kann ich mir selber nicht erklären. Ja, ist auch eine Havana, ey. Rico, hat der das gerade überlebt? Wurde der nicht mit in die Luft gesprengt? Ich meine nämlich schon. Ja, Little Haiti, klar. Brauchst du nicht kommentieren? Ich sorge dafür, für die Unterhaltung. Muchacho. Ah, guck mal. Guck mal hier. Hier haben wir sie doch. Hola, amigos. Oye, the summit is around the back, amigos. Bueno, Haitian puta. Muerte, vamos. Vamos, indeed. Hallo, mein Compadre. Okay, Rico ist anscheinend doch noch am Leben gewesen. Join the other Cubans at the Haitian Drugs Factory. Das heißt, wir schleichen uns jetzt rein. Ups. Stay in the car, also wir sollen im Auto bleiben, bevor... Wir sollen im Auto bleiben, bis wir dementsprechend drin sind in diesem Compound. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen was an der Munition feilen sollen. Fällt mir mal gerade ein. Park the car at the blip, also wir sollen das Auto am Marker parken und dann dementsprechend raus damit. So. Alles klar, jetzt läuft der Timer. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir so schnell wie möglich die Bomben hingepackt kriegen. Eine noch. Würdest du mal bitte da hochgehen? Dankeschön. So. Get clear of the factory. So, wir dürfen jetzt abhauen. Aber wo müssen wir raus? You are you're fucking kidding me, aren't you? Da hätte ich reingemusst. Da hätte ich reingemusst. Ich hab die gerade wie verfickt gesucht. Wo ist die scheiß Treppe? Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Jetzt kriegen wir einen Anruf. Hungry here. Enjoy your meal, sir. Oh man. Na, verpisst euch doch, Alter. Nee, 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 also. Das habe ich mir jetzt gerade anders, völlig anders vorgestellt. Holen wir uns direkt so einen haitianischen Voodoo nochmal und dann. Probieren wir es nochmal. Wir haben ja Zeit, ne? Wieder schon eine halbe Stunde in diesem Part vergangen. Wir haben Zeit ohne Ende. Wir können ja noch so viel weiter trödeln, wie nur irgend möglich, ne? Holen wir uns hier nochmal. So. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Knete, aber das ist jetzt völlig egal. Haben wir zumindest dann dementsprechend noch ein bisschen Leben, das wir zur Verfügung haben. Damit wir
einigermaßen geschützter in diese Mission reingehen. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo wir hin müssen. So, trojanisches Voodoo, Akt 2. Dieser Part ist ja sowieso so ein bisschen gebeutelt von Fehlschlägen. Von komischen Fehlschlägen auch. Gut. Pepe haben wir. Little Haiti. Beziehungsweise Voodoo haben wir. Jetzt müssen wir wieder mit Rico und den anderen Kubanern uns treffen, damit wir nochmals diese Mission durchziehen und dann hoffentlich erfolgreich. Wir haben ja gerade auch schon den Anruf, den wir gekriegt haben. Der war ja von Antipulet. Die war natürlich nicht begeistert, dass wir Stricke mit den Kubanern ziehen. Sag das nur einmal und du hast ein Loch im Kopf. Alles klar. Jetzt weiß ich zumindest auf jeden Fall wieder, wo ich hoch muss und raus kann von diesem Compound. So, wir müssen uns gleich uns dran erinnern. Wenn wir hier gleich sind, rechts hoch. Da ist nämlich eine Treppe gewesen. Park the car at the blip and get out. Yeah. Okay. Legen wir los. Gehen wir erstmal so ein bisschen mit der Tech 9, sind wir ein bisschen agiler auch. Timer geht. 45 Sekunden. Ich habe jetzt diesmal extra die Bombe da oben als erstes hingelegt, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, um uns zu verpissen. So. Get clear of the factory. Das heißt, bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Wir müssen raus, Leute. Checkt das nicht? So. Und hier hoch. Und hier raus. Und tschüss. So muss das laufen, Freunde. So und nicht anders. Alles klar. Wir sind sogar hier in der Nähe, könnten uns theoretisch sogar... Wisst ihr was, das machen wir glaube ich auch gleich. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Ja, haben wir das. Nehmen wir dies noch mit. Kaufman Caps. Dann können wir im nächsten Part dort wieder angreifen. Oder bevor wir das machen, vielleicht Interglobal und dann... Ich überleg's mir noch. Aber erstmal... Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers.
Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management, the... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Gut. Gut. Taxi Firm Purchase für $40,000 Kaufman Caps. Da können wir jetzt theoretisch speichern. Hab ich allerdings keinen Bock drauf, hier zu speichern. Ich fahre nämlich zurück. Am besten dann zum Hyman Condo. Dass wir dann da... Ja, genau, ich weiß, was wir machen. Wir fangen dann dementsprechend mit den Interglobal Films Missionen an. Damit wir dort schon mal gewappnet sind für die nächsten Nebenmissionen. Wie zum Beispiel Unique Stunt Jumps, die wir machen müssen, wo wir auch einige erledigen werden in den Missionen. Und auch die Rampages. Das heißt, die nächsten Parts werden nicht mehr viel mit Missionsgeballerei zu tun haben, sondern alles wie gewohnt wieder mit Nebenmissionen, über Nebenmissionen und Nebenmissionen. Wir haben ja jetzt zum Glück die ganzen Sachen, die ganzen zivilen Behörden, den Behördenshit absolviert, wie Feuerwehr, Krankenwagen, Taxi gehört jetzt nicht dazu, aber das sehen wir jetzt auch hier mit den 100 Fahrten. Und dementsprechend die Polizeimission, die habe ich vergessen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sag tschüss, see y'all und bis zum nächsten Mal.